Gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler Hazytech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass Hazytech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2021. Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 17. Folge unseres Podcasts Expedition Ocean Change. Hier spricht Bärbel. Arvid, der hatte in seiner letzten Woche an Bord der Dagmar Orn ganz gut zu tun. Er lag ja in Island, in Reykjavik im Hafen. Da tobte zum einen ein heftiger Orkan. Da musste er sein Schiff sichern und winterfest machen. Aber es gab auch jede Menge Termine. Zum einen haben wir ja Anfang der Woche eine gemeinsame Podcast-Folge aufgezeichnet, in der er sich nach seiner Badewanne sehnte. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Und dann gab es zwei Konferenzen, die beide in Hamburg stattfanden und zu denen er sich dazugeschaltet hat. Zum einen war das die CDEFCON, die fand auf der Cap San Diego an den Landungsbrücken statt. Das ist eine Konferenz der maritimen Wirtschaft, in der es um die Dekarbonisierung ging, um die Antwort der maritimen Wirtschaft auf den Klimawandel. Und dann fand im Maritimen Museum in Hamburg der Extremwetterkongress statt. Er wird organisiert von Frank Böttcher und der ist auch einer der zahlreichen Unterstützer von Arvid Fuchs. Und deshalb hatte er eine Schalte zu Arvid organisiert und auch einige aus Arvids Support Team eingeladen. Und ich habe das Ganze einfach mal mitgeschnitten. Und der erste Redner dort war Johannes Carstensen, der nochmal kurz erklärt hat, welche wissenschaftliche Bedeutung diese Expedition hat. Und dann kamen nach und nach immer mehr Leute nach vorne und Arvid, der hat sich richtig gefreut. Also starten wir mit Frank Böttcher und Dr. Johannes Carstensen vom GeoMar. Ich freue mich jetzt sehr, dass jemand dabei ist. Johannes Carstensen, du arbeitest beim GeoMar in Kiel und ihr habt ein Ocean Change Projekt, das ihr ganz aktuell macht. Unter anderem ist Arvid Fuchs, glaube ich, auch mit dabei, mit dem wir gleich noch in Verbindung treten werden. Wir schalten gleich noch live auf die Dagmar Orn zu Arvid Fuchs nach Island. Aber vielleicht kannst du uns ein paar Sätze zu dem Projekt sagen. Also erstmal herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Vielen Dank, Frank. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Das kann man das platzen. Dankeschön. Ja, in der Tat ist es so, dass Arvid Fuchs das Ocean Change Projekt hat und wir begleiten ihn nur. Ich habe die Ehre, die Freude, ihn wissenschaftlich bei diesem Projekt zu begleiten und er möchte halt auf die Änderungen, die es gibt, offensichtlich, wie wir sie auch hören, hier hauptsächlich auf die Atmosphäre, auf das Eis, eben auch im Ozean gibt und ja. Ihr sammelt Daten mit dem Schiff. Ihr sendet Daten. Bojen aus, glaube ich. Genau. Setzt Bojen aus. Wie sieht das aus und was messen die? Genau, die Bojen, die messen Oberflächentemperatur, Luftdruck, Strömungsgeschwindigkeiten und Wassertemperatur. Das sind also Driftbojen, die Arvid und sein Team da ausgelegt haben. Zusätzlich hat er noch Profilsonden mit dabei, also dass er mit seinem Schiff aufstoppen muss und dann kann er eine Sonde von Bord lassen, mit der er die oberen 500 Meter ungefähr des Ozeans beproben kann, des Küstengewässers. Und dann sammelt er da Daten, Temperatur, Salzgehalt, Sauerstoff, Chlorophyll. Das sind halt so Kerndaten, die wir brauchen für unsere Forschung. Und dann
hat er auch noch ein wirklich schon sehr, sehr altes, etabliertes Messgerät, aber das ist eine sogenannte Secchi-Disc. Und das ist also ein Gerät sozusagen, das man eigentlich nur an einer Leine ins Wasser lässt, um zu gucken, wie tief quasi die Sonnenstrahlung ins Wasser geht. Irgendwann kannst du es ja nicht mehr sehen. Und das ist dann quasi die Tiefe, wo ungefähr noch 10% der Strahlung vorhanden ist. Also das sind quasi die Sachen, die er misst, um für diese Messung muss er aufstoppen. Und dann hat er aber zwei Geräte mit an Bord, wo er quasi kontinuierlich Messungen durchführt. Das ist einmal vom Deutschen Wetterdienst eine Meteorologiebox, wo er eben Lufttemperatur, Feuchte und Luftdruck misst. Die Daten, die er da misst, die gehen auch direkt in das Wettersystem und werden also für operationelle Modelle und auch für unsere Vorhersage hier mitbenutzt. Und eine andere Box, die er an Bord hat, die misst Oberflächentemperatur, den Kohlendioxidgehalt, also eigentlich ein Partialdruck des CO2s im Meerwasser, im Oberflächenwasser, Sauerstoff und den Salzgehalt. Und mit diesen Unterwegsdaten, also Arvid hat jetzt ungefähr, habe ich mal gerechnet, 4.000, fast 5.000 Kilometer hat er zurückgelegt mit seinem Schiff und wir haben alle 10 Minuten von den Daten jetzt erstmal Realtime sozusagen über den Satellit bekommen. Das sind also irrsinnig viele Datenpunkte und ich bin halt ein beobachtender Ozeanograf und bin nur fasziniert von diesen Daten, weil man eben so viele Strukturen da drin sieht, die man eben normalerweise nicht so erkennen würde. Was ist denn würde. Das, was man jetzt sieht an Struktur? Also was sind die, ja. Ja, also man sieht, bevor ich zu den Strukturen komme, man sieht sozusagen erstmal Grundsätze. Das heißt, er ist ja jetzt im Sommer unterwegs, das ist sehr warm. Und es ist auch jetzt verglichen mit zum Beispiel längeren Zeit, also mit mittleren Zeiträumen, typisch wird immer genutzt 1980 bis 2000 sowas als Referenzzeitraum. Und da sind die Temperaturen, die er jetzt beobachtet hat im Oberflächenwasser, also deutlich drüber 4, 5, 6 Grad ist das eigentlich da drüber, ne? Und der Hintergrund letztendlich für seine, oh, da ist ja Arvid, hallo. Der Hintergrund für seine Messung ist ja der Golfstrom beziehungsweise die Golfstromzirkulation. Er möchte eben mit diesen Messungen helfen zu verstehen, was die Golfstromzirkulation, wie die jetzt vielleicht beeinflusst ist vom Klimawandel, wie es eben zu diesen Erwärmungen kommt. Und die Route, die er sich dafür gewählt hat, ist eben genau so, dass sie durch den Golfstrom quasi durchgeht oder die Golfstromzirkulation, den Nordatlantikstrom und dann eben um Grönland herum wirklich die Rückströmung auch dieser Zirkulation mit beprobt. Da gibt es dann so Effekte, die wir sehen können in den Daten von dem abschmelzenden, also von dem Frischwasser, das da reinkommt, insbesondere Meereis, aber auch Eis von den Gletschern. Und wir sind jetzt tatsächlich live verbunden mit Arvid. Schönen guten Abend, Arvid. Herzlich willkommen auf dem Extremwetterkongress. Moin. Ja, hallo nach Hamburg. Hallo. Das ist großartig. Funktioniert es? Ja, wir hören dich. Ich ziehe mal den Tisch so ein bisschen raus hier. Ich gehe mal auf die andere Seite des Tisches, dann rahmen wir dich hier so ein bisschen optisch ein. Das ist ein bisschen netter, dann reden wir von beiden Seiten zu dir. Also schön, dass du da bist. Gestern hattet ihr Orkan. Ihr seid auf Island, glaube ich, im Hafen. Also auf Island seid ihr nicht, weil das Schiff sinnvollerweise vor Island im Wasser ist. Aber ihr seid in Island und ihr hattet gestern heftigen Orkan. Jetzt machst du einen ruhigeren Eindruck als gestern. Ja, das stimmt. Gestern mussten wir uns auch um die Leinen kümmern. Wir haben 960 Hektopascal gehabt und so etwa um die 55 Knoten bis 60 Knoten Wind. Und da mussten wir ein bisschen aufpassen, dass hier alles gut geht. Aber das war natürlich auch der gute Test schon mal für den Winter, denn die Dagmar Orn wird jetzt hier ja den Winter verbringen und deshalb bereiten wir alles vor für die Überwinterung. Ihr hattet ja eigentlich vor, die Reise in Richtung Kanada weiterzuführen. Das war ja dein ursprünglicher Plan. Ich weiß, du hast viel gearbeitet, auch im Hintergrund mit der Botschaft. Am Ende ging das nicht. Wie ist das verlaufen? Es folgt Werbung. 12 deutsche Forschungsschiffe gibt es. 8 davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tipptopp versorgt sind.
Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de. Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Arvid Fuchs an Bord der Dagmar Orn. Naja, diese ganze Expeditions- oder dieser Abschnitt stand ja unter dem Vorzeichen Corona. Also ich meine, uns ging es da ja nun nicht besser als allen anderen irgendwie. Und wir wussten natürlich, dass es da viele Unwägbarkeiten gibt. Das heißt, Einreisebeschränkungen. Wir sind zum Beispiel gar nicht auf die Shetlandinseln gekommen, weil das EU-Ausland ist mittlerweile und weil es dort andere Einreisebestimmungen gab und so weiter. Und in Kanada hieß es, dass man erst ab dem 7. September entscheidet, ob die Grenzen überhaupt aufgemacht werden. Und wir haben wirklich sehr viel Unterstützung und Support von der kanadischen Botschaft und von der Dalhousie-Universität in Halifax gekriegt. Und die haben wirklich alles versucht, weil sie das Schiff auch gerne nutzen möchten im kommenden Jahr für Untersuchungen. Aber man hat sich auf politischer Seite eben nicht festlegen wollen. Und für mich aus seemännischer Sicht war das einfach nicht vertretbar, dass wir mal eben 1000 Meilen von Grönland bis nach Neufundland segeln, dort vor der Küste dumpeln, gerade jetzt, wo diese ganzen alten Hurricanes, die dann zwar kein Hurricane mehr sind, aber immer noch ein Tropical Storm hochziehen mit entsprechenden Wetterverhältnissen und nicht wissen, wo wir hin können. Das war mir einfach zu risikoreich und deshalb musste ich dann wirklich die Notbremse ziehen und habe gesagt, also dann fahren wir wieder zurück nach Island. Hier in Reykjavik haben wir natürlich eine optimale Ausgangsposition. Wir sind alle ein bisschen enttäuscht, dass es nicht mit Kanada geklappt hat, aber das ist eben halt der Tribut, den wir letztendlich an die Corona-Situation zahlen müssen. Ihr arbeitet ja auch eng, du arbeitest ja eng mit dem Geomar zusammen. Johannes ist ja auch hier, der euch auch wissenschaftlich ja begleitet und dein Projekt, das du initiiert hast. Du musst zwischendurch aufstoppen, so hat er erzählt, und du setzt dann Bojen aus. Machst du das selbst? Wie macht ihr das im Team? Seid ihr dann zusammen dabei? Sind die groß, sind die schwer oder ist das so eine Ein-Mann-Boje, die man so abwirft? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, zunächst mal hallo Johannes. Ja, freut mich, dich auf diesem Wege zu sehen. Ja, es gibt ja verschiedene Untersuchungen. Wir haben ein sogenanntes Ocean Pack dabei. Das misst sozusagen 24 Stunden lang, 7 Tage lang die Woche ständig das Oberflächenwasser. Aber was interessant ist, ist ja eben auch quasi die vertikale. Ich glaube, Johannes hat es ja auch erklärt. Mit dieser Tiefseesonde können wir auf 500 Meter Tiefe runtergehen und während sie absinkt, misst sie pro Sekunde, glaube ich, 4-mal. Also es ist eine enorme Datenflut, die dort gespeichert wird. Und dazu muss das Schiff aufstoppen. Und da die Dagmar Orn ja nun kein großes Forschungsschiff ist, sondern relativ klein ist, braucht man natürlich auch entsprechende Seegangsverhältnisse. Also das war nicht immer ganz einfach. Und deshalb haben wir von Anfang an Zuständigkeiten natürlich in der Crew zugestellt. Also es gab Leute, die für die Tiefseesonde zuständig sind. Und dann haben wir eben auch diese Wetterbojen mitgehabt, die Driftbojen, wo das Stück etwa 25 Kilogramm wiegt und die man dann auf bestimmten Positionen auf hoher See aussetzt und die dann eben auch die ganzen Parameter sendet und die Säckischeibe, Johannes sprach glaube ich auch schon darüber und dann ja die Messeinheit vom DWD, also es ist eine ganze Menge, was hier irgendwie abgewickelt worden ist und das alles muss ja auch irgendwie ja überspielt werden. Insofern ist auch diese Kommunikationstechnik für uns und für so ein kleines traditionelles Segelschiff schon eine echte Herausforderung gewesen. Also großartig, was du machst. Das Ganze ist ja auch immer mit einem Bildungsanspruch verbunden. Du teilst deine Informationen, deine Erfahrungen ja dann auch immer mit, auch an Jugendprojekte, die du machst. Und Ocean Change ist ein großartiges Projekt. Und wir haben auch jemanden hier, über den du dich bestimmt auch freust, dass der hier ist. Der hat nämlich den Weg jetzt zum Extremwetterkongress gemacht. Arnold, wenn du Lust hast, komm mal auf die Bühne. Schnapp dir nochmal ein Mikro, ein Funkmikro, so eine Keule aus der Tontechnik. Wir haben nämlich jemanden hier, der dich schon begleitet hat auf dieser Reise, aber in Island ausgestiegen ist, also da, wo du jetzt bist. Und ich freue mich sehr, weil wir uns auch aus anderen Zusammenhang schon kennen. Und Arnold ist hier, also ist, glaube ich, schon an das Mikro, glaube ich, oder? Probier es mal. Jawohl, genau. Also, jetzt kannst du direkt mit ihm reden.
Moin, David. Ja, moin, alles frisch? Das ist eine Überraschung. Ja. Wie war die Fahrt, ja. Arnold, für dich? Also du bist das erste Mal ja mitgefahren mit der Dagmar On. Mhm. Hast du angerufen bei Arvid und gesagt, ja, moin, hier, ich war schon mal auf dem Extremwetterkongress, da haben wir uns kennengelernt, ich will mitfahren oder wie ging das? Nee, tatsächlich war es genau andersrum. Ich saß zu dem Zeitpunkt in Singapur und hab da gerade meinen Master fertig gemacht. Und dann rief ein gemeinsamer Bekannter von uns an und sagte, ey du, wann bist du wieder in Deutschland? Ich so, dann und dann. Und sagte er, ja, Arvid fährt dann und dann los und bis Island ist noch eine Koje frei, willst du mitfahren? Und das war in dem Moment so, glaube ich, ich habe mich so darauf gefreut von dieser Corona-bedingten reinen, ne, Studi-Schreibtischarbeit. Man kennt es, wir sitzen irgendwie alle die ganze Zeit nur vor unseren Laptops. So die Perspektive darauf, mal ein bisschen frische Luft zu bekommen, den Körper mehr zu benutzen als den Kopf in manchen Situationen, war fantastisch. Also das, guck mal, so kann das funktionieren, so kommt dann jemand an Bord. Hat er sich denn gut gemacht? Also Arvid, du kannst jetzt sagen, wir sind ja unter uns, das ist ja, ich hört ja keiner zu, aber hat er sich gut gemacht? Hat er getaugt als Seemann? Nein, also es haben sich alle super gemacht, Arno wie auch alle anderen. Also wir sind ja ein sehr, sehr junges Team auf dieser Reise gewesen. Ja. Arno ist einer davon, aber wir haben ja auch Frauenpower an Bord gehabt. Also es sind allein 4 junge Frauen zwischen 21 und 22 Jahren hier an Bord gewesen. Und gerade dieses junge Team hat unheimlich viel Schwung in den Bordalltag gebracht. Und die waren, wie Arno eben auch, sozusagen als männlicher Vertreter dieser jungen Fraktion, haben sich unheimlich engagiert und sehr viel Input gebracht. Und das hat einfach unheimlich viel Spaß gebracht. Also bis zum Schluss, also heute und gestern sind die ersten hier abgereist und das ist dann immer ein bisschen wehmütiger Moment, immer so ein Crewwechsel, auch wie Arno und die anderen von Bord gehen mussten, weil das einfach der Zeitplan so vorsah. Man freut sich auf neue Leute, aber man ist auch immer ein bisschen traurig, wenn welche gehen. Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn so Landratten an Bord gehen, nicht, dann hängen die ja manchmal beim ersten Sturm erstmal so ein bisschen auf der Reling. Hast du das auch erlebt? Wie war das bei dir, Arno? Hingst du an der Reling zwischendurch oder ging's? Ich wollte gerade fragen, hast du mich Landratte genannt? Nee, ich habe nur gesagt, im Allgemeinen gibt's so... Also in dem Kontext hättest du tatsächlich recht gehabt. Also wir hatten einige Leute, die seekrank geworden sind und ich glaube, mich hat's am schlimmsten erwischt von allen. Das ist immer so ein bisschen... Ja, manche Leute sind Seemann im Herzen, manche auch im Magen, nicht alle. Und das Fiese ist, es gibt Leute, die werden einfach nicht seekrank. Also es ist ja, Seekrankheit ist auch so ein bisschen genetisch veranlagt und natürlich Abhärtung. Und ja, ich habe da die falschen Gene mitgenommen und dann hängst du da, weißt du, wirklich so über der Reling, bist sicherheitstechnisch eingepickt. Und dann kommt so einer, der das gar nicht spürt, stellt sich neben dich und sagt, was hast denn du, ist doch gar nicht so schlimm. Das ist immer wunderbar. Das hat nichts mit dem Essen zu tun, was ihr vorher serviert habt, oder? Es hängt dann einfach, es hängt an den Genen. Also, wie muss man sich das Essen vorstellen? Gibt's da jeden Tag Lapskaus oder gibt's da eine Bordküche? Ist Arvid jemand, der kulinarische Ansprüche stellt an die Bordküche? Also Lapskaus gab es, während ich an Bord war, tatsächlich nicht. Wir hätten es aber dabei gehabt. Also stand nicht auf dem Speiseplan, aber war in der Reserve. Es gibt grundsätzlich immer mittags warm und wir haben und eigentlich meistens morgens und abends kalt. So, das ist immer, also einmal warm. Und Arvid hat zum einen als Kapitän natürlich auch so seine persönlichen Ansprüche, hat aber auch selber immer mit angepackt. Also das war immer wenn wir Frischfisch an Bord hatten, das war auf Island ein paar Mal der Fall, mal selber gefangen, mal als Spende von jemandem, von einem Fischer im Hafen, der die einfach wirklich tatsächlich einfach so an Bord gehauen hat. Dann war Arvid derjenige, der sich an die Bratpfanne gestellt hat und den Fisch gemacht hat. Ja, sehr cool. Arnold ist sonst in seinem wahren Leben zwischendurch auch mal Pressesprecher des Fridays for Future hier in Hamburg gewesen. Ich weiß gar nicht, bist du aktuell im Presseteam? Genau, jetzt gerade mache ich weniger Presse, jetzt gerade mache ich die Kampagnen. Geht die ganze Kampagne und vor allen Dingen die Orga am Freitag, da ist natürlich Fridays for Future Tag, also da bist du auch ganz stark aktiv. Arnold ist nicht der Einzige, den wir hier organisiert haben, um dir ein schönes Hallo zu bringen, sondern es sind noch ein paar nette andere Menschen da. Wer auch noch Kontakt zu Arvid Fuchs hat, ich kann das jetzt im Gegenlicht nicht so gut sehen, kommt doch mal mit auf die Bühne. Bärbel sehe ich da, kommt mal alle rauf, sagt mal Arvid ein Hallo, der freut sich, wenn ihr da seid. Wen guck mal, Bärbel ist nämlich auch da. Und wer ist noch? Hallo Arvid. Gestern Abend haben wir noch eine Podcast-Folge aufgezeichnet. Wir haben, seit Arvid gestartet ist, seit er in Kiel abgelegt hat, regelmäßig Podcast-Aufnahmen gemacht. Und ja, es war recht abenteuerlich. Manchmal ging es gut mit dem WLAN, manchmal ging es nicht so gut. Aber auf jeden Fall hatten so
57.000 Menschen die Gelegenheit, mit an Bord zu sein. In 49 Ländern wurde dieser Podcast Expedition Ocean Change gehört. Okay, das ist ja cool. Also ja. Bärbel, muss man sagen, du hast lange beim Norddeutschen Rundfunk gearbeitet, jetzt machst du Podcasts, bist immer noch beim Norddeutschen Rundfunk und machst eben Podcasts unter anderem und auch eben die Podcasts mit Arvid Fuchs und die kann man sich wirklich gut anhören. Das sind immer spannende Geschichten, aber das liegt natürlich auch daran, erstmal du fragst gut und vor allen Dingen, Arvid kann natürlich auch großartig erzählen. Ich kenne keinen, der so gut erzählt wie Arvid. Arvid redet druckreif, da muss man kaum was schneiden. Also, guck mal. Also, du kommst gar nicht mehr zu Wort hier. Ich bewundere Bärbel für ihre unermessliche Geduld, die sie dabei hat. Also, es gab schon einige technische Schwierigkeiten und sie hat da immer die Ruhe weg. Also, mal von der journalistischen Qualität der Fragen mal abgesehen, die sind sowieso super, aber auch diese Geduld, so etwas zu machen und das jetzt, das habe ich wirklich bewundert, Bärbel. Also ganz großes Kompliment einfach mal von meiner Seite. Das Ganze, ja danke, Arvid. Das Ganze hat sich ja sehr spontan ergeben. Also mein Schwerpunkt ist halt die Nordsee oder das Meer und ich arbeite für den Nordsee-Report beim NDR und habe privat einen Nordsee-Podcast und ich finde Arvid einfach so gut und habe auch schon mal eine Moderation vor seinem Schiff gemacht für die Nordtour und dann habe ich ihn für den Podcast, konnte ich Arvid einfach ansprechen als Interview, ihn als Interviewgast einladen und darüber hat es sich dann einfach ergeben, dass wir, habe ich gesagt, Arvid, wollen wir nicht einen Podcast machen während der Expedition und Arvid ist einfach spontan und das schätze ich sehr. Es gibt viele, die dann erstmal Bedenken haben, aber Arvid hat gesagt, okay, lass uns einen Podcast machen und dann gab es ein paar technische Tücken und ich stelle fest, mit dieser Methode, mit der ich diesen Podcast produziere, haben vor allem Männer Probleme. Das sagst du jetzt nur, weil ich in Frankreich war. Wir produzieren jetzt nämlich auch Podcasts. Die hat mich auch gleich verhaftet hier. Und nur weil in Frankreich die Leitung schlecht war, hast du das jetzt gesagt. Es gibt drei Männer. Der eine, zu Arvid bin ich extra nochmal hingefahren, also weil es Probleme gab. Bei dir, was war bei dir? Bei dir war auch irgendwas klappte. Ich saß in Bordeaux mit der Warthose im Schlamm und da war die Leitung einfach schlecht. Also das kann man auch verstehen irgendwie. Also das. Ja, es gibt auch Männer, die haben das iPhone quer gehalten und nicht hochkant und deswegen funktionierte es nicht. Das dürfte sich eine Frau überhaupt nicht leisten. Ist es doch eigentlich egal, wie rum man das Telefon hält, weil beim Podcast ist der Ton ja nicht andersrum gedreht oder sowas. Aber ich produziere den Podcast so, dass ich auch eine Bildaufnahme mache und vielleicht schaffen wir es, Arvid, bei der nächsten Expedition, dass wir diese Filme dann auch auf die Website laden, denn die können in 4K produziert werden. Also es gibt bei jedem Blockbuster. Ja, schön, das ist jetzt Podcast. Jetzt werden irgendwie alle Podcasts, Blockbuster, alles durcheinander gewühlt. Immer am Ende die großen dramaturgischen Momente, wo sich irgendwie alles aufklärt und wo man dann sagt, das ist eigentlich der Kern dieser ganzen Geschichte. Der Kern dieser ganzen Geschichte heute, Arvid, ist, dass wir noch jemanden organisiert haben und ich freue mich wahnsinnig und ich glaube, vor allen Dingen du wirst dich richtig freuen. Wenn du Lust hast, komm doch mit auf die Bühne, sag ihm ein kurzes Hallo und ich glaube, er wird sich, komm. Der Mann ist so schüchtern, der ist sonst eigentlich nie in der Öffentlichkeit und eigentlich nie irgendwie auf der Bühne. Ja, moin Arvid, werde ich gesehen? Björn Both, ja, man kann dich sehen. Ich wollte Björn Both, gar nicht der so Mann in den Vordergrund. Von Santiano, auch sonst, ansonsten auch erfolgreicher Mensch, aber jetzt ist er einfach nur bei uns, weil er ein guter Freund ist von Arvid und weil wir gesagt haben, wir wollen dir einfach hier mal eine schöne Freude machen und versuchen so viele zusammenzutrommeln, die du nett kennst und die dich erfreuen und einfach dir nochmal Danke zu sagen für die Arbeit, die du da machst, das ist nämlich ein tolles Projekt. Ja, danke, dass ich hier kurz das Mikro in die Hand. Ich dachte, ich höre hier heute lieber ein paar klugen Leuten zu, statt selber irgendwie dummes Zeug zu reden. Aber wenn ich die Gelegenheit habe, Arvid schönen Tag zu wünschen und vor allen Dingen eine gute Rückreise, dann nehme ich die Gelegenheit natürlich gerne wahr. Hallo Arvid. Ja, hallo Björn. Mensch, das freut mich nun wirklich sehr. Das letzte Bild, was du mir geschickt hast, da sahst du noch ein bisschen anders aus. ein bisschen eisgekrustet und in der Schneelandschaft. Das habe ich mit großer Freude gesehen. Aber ich freue mich jetzt einfach, dass du da bist auch und finde ich total super, dass du dir die Zeit genommen hast, da nach Hamburg zu kommen. Sehr, sehr gerne. Die Bilder, die du gesehen hast, mittlerweile ist das Projekt abgeschlossen. Es hat das Licht der Welt erblickt, wenn die Kälte kommt. Wir sind da sozusagen auch in deinen Fußstapfen ein bisschen unterwegs. Das kann man sich inzwischen angucken, wie wir das da hingedreht haben. Und eure, ich glaube, eure neue CD hatte ja sowas mit Wetter zu tun, nicht? Also das ist ja... Das heißt, wenn die Kälte kommt. Also insofern ist das ja alles... Greifen wir mal vorweg... wenn ich das jetzt mal so ganz fahrlässig laienhaft sagen kann, den Abriss des Golfstroms, aber ich weiß, dass
differenziert sich natürlich viel mehr aus. Ja, ja, total. Aber wenn man den vorwegnimmt, dann ist das wahrscheinlich irgendwann mal das größere Problem. Aber so weit sollten wir das natürlich nicht kommen lassen. Deswegen unterstützen wir diese ganze Geschichte natürlich, weil es seit Jahren, wir sind alte Hippies, natürlich irgendwie eine Herzensangelegenheit ist und weil wir das total toll finden, wie viel Drive dieses Thema aufgenommen hat, auch durch Fridays for Future. Wie sehr das jetzt in aller Munde ist, und ich hoffe, wir kriegen dieses Gaspedal noch ein bisschen besser durchgedrückt und against all odds diese ganze Geschichte nach vorne gebracht. Ja, total cool, wie du und wie auch ihr euch dafür einsetzt für dieses Thema, und ich glaube, es ist auch genau wichtig, dass wir diesen dynamischen Prozess in der Gesellschaft in Gang setzen, da können wir gar nicht genug sein. Könnt ihr denn im Moment auftreten mit diesen ganzen Corona-Bedingungen? Wie macht ihr das bei euch in der Band? Nein, wir treten nicht auf. Wir können in dieser Größenordnung natürlich noch nicht spielen. Wir könnten so 100-Mann-Konzerte irgendwo bringen, aber ich möchte nicht wissen, an wen wir diese 100 Karten verteilen. So, das wird wahrscheinlich harte Kämpfe, die wollen wir gar nicht heraufbeschwören. Wir versuchen im Februar auf Tour zu gehen, Ende Februar dann den März durch mit der Kältetour. Und da versuchen wir natürlich auch mit Arbeit zusammen, hier und da eine große Informationsveranstaltung draus zu machen, wo auch Arvid, wenn er Lust hat, auch mal einen seiner tollen Vorträge halten kann, dann vor 10.000 Leuten über so eine Multimedia-Geschichte. Und das wollen wir durchziehen. Auch da, wo wir nicht die Veranstaltung erweitern durch einen Vortrag, wollen wir natürlich viele Infostände machen, viel Infomaterial unter die Leute bringen. Das machen wir immer. Das machen wir seit 10 Jahren, dass wir Unternehmungen unterstützen, wie auch Sea Shepherd, und bringen die Themen Leuten nahe, die vielleicht nicht immer jetzt so direkt am Puls sind und vielleicht da nur ein vages Bild haben. Ne? Aber ich finde das ein ganz tolles Beispiel, weil wir werden ja gerade auch über das Thema Klima- und Wissenschaftskommunikation auch morgen nochmal ausführlich in 2 Sessions oder 1,5 größeren Sessions sprechen. Und das finde ich ist ein ganz tolles Beispiel, wie eben auch ganz andere Kommunikationswege genutzt werden, um der breiten Öffentlichkeit und uns allen nochmal die Themen ein bisschen näher zu bringen. Arvid, du sowieso, du hältst hervorragende Vorträge, jetzt bist du an Bord. Habt ihr schon Abend gegessen oder geht's jetzt erst los mit dem Abendessen? Bist du hungrig zu uns geschaltet worden? Naja, es geht. Also wir sind ja 2 Stunden vor eurer Zeit. Wir gehen jetzt gleich an Land und werden uns hier irgendwie ein nettes kleines Restaurant suchen. Und wir sind nur noch zu dritt an Bord jetzt im Moment. Und die letzten Tage so ja ganz Sutsche ausklingen lassen. Also das ist natürlich auch irgendwie so eine Phase der Entspannung. Also irgendwie fällt auch so einiges von einem ab. Es ist ja auch immer, man redet nicht so oft davon, aber es lastet doch auch eine ganze Menge Verantwortung auf den Schultern. Und insofern ist man einfach auch mal froh, loslassen zu können und jetzt mal irgendwie in ein Leben einzusteigen, wo nicht der Schiff im Mittelpunkt steht, sondern vielleicht einfach andere Dinge. Und insofern freue ich mich oder wir uns, die wir an Bord sind, hier auch unheimlich auf zu Hause. Also ganz großartig. Es ist ja quasi der Auftakt von Ocean Change, der erste Teil. Ihr habt im nächsten Jahr, machst du den zweiten Teil deiner Expeditionsreise. Und wenn das alles klappt, vielleicht, das können wir nochmal in Ruhe besprechen, sehen wir uns dann ja im September nächsten Jahres wieder. Vielleicht kriegen wir es ja hingetimt, dass du in einer ähnlichen Zeit, in einem ähnlichen Zeitfenster zurückkommst, wie der Extremwetterkongress ist. Und dann können wir vielleicht schon ein paar erste Ergebnisse auch mit dem Geomar hier vorstellen, mit dem gemeinsamen Team, dass du dich da wissenschaftlich begleitet. Also dir alles Gute. Also heute Abend gutes Restaurant, gutes Essen beim Landgang. Und wir sehen uns in Bälde wieder. Und ja, nochmal einen großen Dank an euch, dass ihr euch die Mühe gemacht habt, hier für Arvid nochmal extra anzureisen und herzukommen. Vielen, vielen Dank Ihnen allen und euch einen schönen Abend. Na, das war doch schön. Und damit sich heute Abend nicht alles nur um die Wahl dreht, lade ich euch jetzt gleich diese Podcast-Folge hoch. Arvid müsste inzwischen eigentlich wieder in Deutschland sein, wenn alles so geklappt hat, wie er es geplant hat und letzte Woche erzählt hat. Liegt vielleicht in der Badewanne und wird sich irgendwann bei mir melden. Und dann gibt es die nächste Folge unseres Podcasts Expedition Ocean Change. Und dann werden wir bald planen, wie wir hier weitermachen. Aber es gibt genug zu erzählen. Ich habe jede Menge Ideen und ich freue mich darauf, wenn ihr uns weiterhin begleitet. Wo auch immer ihr jetzt zuhört, einen schönen Abend wünsche ich euch.